Ja, heute ist Samstag, der 27. Juni. Ich melde mich wieder via YouTube, Kabarett Geisterfahrer Silvano Tujach. Und Sie haben vielleicht gemerkt, wir stehen vor dem Augsburger Theater. Und wenn ich an das Augsburger Theater denke, dann kommt mir die Galle hoch. Meine Forderung ist, das Augsburger Theater soll sich endlich auflösen. Weg! Denn das taugt nichts. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Zeitung gelesen haben. Jetzt ist der Kostenvoranschlag innerhalb von 4 Jahren plötzlich von 180 Millionen Euro auf unter Umständen 320 Millionen Euro gestiegen. Ja, mit der Argumentation, Leute, alles wird ja teurer. Was ist denn dabei? Wird doch alles teurer. Ja, haben die Leute so viel mehr verdient in der Zwischenzeit oder was? Dass ihr armen Augsburger, Augsburger ist eine arme Stadt, arm wie eine Kirchenmaus, dass die Augsburg hier das leisten kann. Also ich finde es unmöglich. Ja? Und allein dieser Ausdruck Staatstheater ist der Grund, dass ich nie meinen Fuß hier reinsetzen würde. Weil ein Theater darf mit dem Staat eigentlich gar nichts zu tun haben. Die können vielleicht jetzt schon argumentieren, ja Moment mal, die Staatstheater sind doch systemrelevant. Ein Scheiß sind sie. Ein Theater darf überhaupt gar nicht systemrelevant sein, sondern sie müssen systemkritisch sein, nicht systemrelevant. Also für mich ist das ein Widerspruch in sich, wenn sich ein Theater plötzlich so mit dem Staat verbindet. Ja? Und die sollen es nicht wagen, hier noch Stücke zu spielen wie von Ibsen, Volksfeind, von Büchner, Woyzeck, denn das wäre praktisch ein Affront gegen diese toten Dichter, die das sicherlich nicht im Sinn gehabt hätten, dass sie in einem Staatstheater gespielt werden. Und dann eine andere absolute Frechheit. Dieses Theater wagt es, hier Konzerte und Vorstellungen zu geben vor 50 Zuschauern, wo 180 Musiker sind und wahrscheinlich noch 300 städtische Angestellte hinter der Bühne. Wenn ich vor 50 Leuten spielen würde, dann müsste ich 2000 Euro ausgeben für die Werbung. Die bezahlt nämlich niemand außer mir. Und dann würde ich praktisch noch 1500 Euro draufzahlen für diese ganze Geschichte. Aber da spielt es natürlich keine Rolle. Da kann man das ja machen. Das ist ganz egal, ob da 5 drin sitzen oder 50. Ist ja auch egal, ganz ehrlich, meine Meinung. Dankeschön.